Seit dem Jahr 2011 ist Berliner Talent in den dritten Klassen der Berliner Schulen unterwegs. Bei dem Projekt vom Landessportbund Berlin und der Senatsverwaltung für Bildung, Jugend und Familie geht es um gezielte Talentförderung. Aber auch Kinder mit motorischen Defiziten sollen entdeckt und gefördert werden. Mittlerweile haben rund 30.000 Grundschulkinder das Projekt durchlaufen. Damit liegen verwertbare Daten aus dem Projekt vor. Am Montag wurden beim LSB einige Erkenntnisse vorgestellt und die lassen aufhorchen. Es gibt viele wichtige. Die wichtigste ist vielleicht, dass sozusagen diese Sportmotorik in diesem Altersbereich noch nicht so schlecht ist, wie man das oftmals hört. Also die können, es ist nicht so, dass die alle nicht mehr rückwärts balancieren können und es ist auch nicht so, dass die alle wie Popcorn aufplatzen, aber man erkennt schon die Risikofaktoren, die dafür sorgen könnten, dass das in Zukunft sozusagen schlechter ist. Bei Berliner Talent werden Kinder durch den deutschen Motoriktest auf ihre Fähigkeiten untersucht. Anhand dieser Daten werden die Kinder in Talent- oder Bewegungsfördergruppen gezielt gefördert. Dafür braucht es Fachkräfte, die betreuen. Deswegen wurde jetzt ein neues Hochschulzertifikat erarbeitet. In einem halbjährigen Kurs können sich Trainer, Lehrer oder Übungsleiter nebenberuflich zu Bewegungspädagogen weiterbilden lassen. Wir haben eben festgestellt, wenn Sie eben die Kinder, die solchen Förderbedarf haben, da brauchen Sie Kompetenzen im sozialen Bereich, im pädagogischen Bereich. Sie müssen erkennen, welche Sport bieten Sie wie an, damit die Kinder das auch tatsächlich machen. Sie müssen etwas begreifen lernen über soziale Zusammenhänge, auch über psychische Zusammenhänge, psychomotorische Zusammenhänge. Speziell dafür wurde der neue Ausbildungsgang ins Leben gerufen. Professor Dr. Bernd Wohlfahrt ist ein anerkannter Sportmediziner. Er betreut unter anderem die deutsche Olympiamannschaft und tritt bei der Ausbildung als Dozent auf. Ja, es geht ja immer darum, erstmal abzuholen und man muss an die Kinder herankommen, man muss in dem Altersbereich auch an die Eltern herankommen und da braucht man eben qualifizierte Personen, die entsprechendes Feingefühl haben, die aber natürlich auch entsprechendes Wissen haben, entsprechenden Hintergrund haben, um eben diese Aufgaben sinnvoll zu erfüllen. Mittlerweile gibt es einen ersten Ausbildungskurs mit rund 40 Absolventen. Im Februar 2018 werden die Teilnehmer ihr Zertifikat erhalten. Als nächster Schritt ist ein Bachelorstudiengang für Sozialpädagogen mit Sportbezug geplant. Starttermin wird voraussichtlich das Wintersemester 2018.